Die Region rund um Akuma, das sind 4 Gemeinden, die ein Ziel verfolgen. Weiterentwicklung. Symbiose heißt das Zauberwort, das in Götzis, Altach, Koblach und Meder nicht nur geschrieben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes gelebt wird. Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus gibt es viele. Neben der Bündelung verschiedener Verwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel der gemeinsamen Baurechtsverwaltung Baurecht am Kummer, ist aktuell gerade das Haus Koblach am Entstehen. Hier finden in Zukunft pflegebedürftige Menschen aus Götzis und Koblach ein neues Zuhause. Bereits bewährt hat sich auch die Kooperation in Sachen Lehrstellensuche. Extrix nennt sich das Ganze und ist eine Initiative der Wirtschaft am Kummer. 270 Mitgliedsbetriebe aus der Kummerbergregion bieten Lehrlingen hier optimale Ergänzungen zu ihrer Lehrausbildung. In die Zukunft blicken und Visionen umsetzen war vor vielen Jahren auch in Götzis angesagt. Am Garmarkt wurde ein gewagtes Projekt in die Tat umgesetzt und aus einem alten Industriegebiet ist ein wahres Vorzeigeobjekt geschaffen worden. Der Amgarmarkt hat sich natürlich in den letzten 5 Jahren zu einem weiteren Highlight in der Kummerbergregion entwickelt. Wir sind stolz darauf, dass wir Teil des Kummerbergs und Teil des Götzis sein dürfen und zusammen mit der Kummerbergregion möglichst viele Leute in die Region zu holen, nach Götzis zu holen und natürlich zu uns an den Garmarkt. Der Garmarkt ist ausgestattet mit einer wunderschönen Flanierzone, hat die Gastronomie-Szene in Götzis wiederbelebt. Es sind Geschäfte da, es sind Wohnungen da. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen in den letzten Jahren und sind jetzt kontinuierlich dabei, diese Entwicklung voranzutreiben mit neuen Geschäften, mit zusätzlichen Geschäften, mit zusätzlichen Innovationen und hoffen, dass der Garmarkt sich in den nächsten Jahren so weiterentwickelt wie bisher. Das Konzept geht auf und der Garmarkt entwickelt sich immer mehr zum Mittelpunkt der Region um Akuma. Vorausblicken und über die Gemeindegrenzen hinausschauen, das haben sich die Gemeinden Götzis, Altach, Koblach und Meder auf die Fahnen geschrieben. So wie die Bürger bei ihren täglichen Erledigungen ständig Gemeindegrenzen überschreiten, wollen die 4 Kommunen zukünftig noch stärker über den gemeindepolitischen Tellerrand schauen. Miteinander reden und einander verstehen sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nicht nur auf Gemeindeebene, sondern auch bei den Betrieben der Region. Gebrüder Amann Installationen ist ein seit 1956 in Götzis ansässiger Familienbetrieb, welcher von den 3 Geschwistern Armin, Sigrid und Markus Amann geführt wird. Der mittelständische Handwerksbetrieb beschäftigt 16 bestens ausgebildete Fachkräfte und ist weit über die Vorarlberger Grenzen hinaus bekannt. Für den Familienbetrieb sind deshalb gut ausgebildete Mitarbeiter sowie ein gutes Arbeitsklima entscheidend und erfolgsweisend. Also wir sind ein Familienbetrieb in zweiter Generation seit 1956 und 16 Mitarbeiter als Stammpersonal, die meiner Meinung nach hochqualifiziert sind und zum Teil auch spezialisiert. Wir sind hauptsächlich tätig im Bereich Haustechnik im Rheintal und generell in Vorarlberg und im Schweizer Rheintal. Im Industrie- und Anlagenbau sind wir österreichweit und auch international tätig. Persönliche Beratung, Betreuung und Service vor Ort werden von den Kunden besonders geschätzt. Der 1A-Installateurbetrieb betreut aber nicht nur Privatkunden, sondern auch die öffentliche Hand sowie Industriebetriebe. Deshalb ist der Meisterbetrieb intern in die Bereiche Wohnbau, Industrie und öffentliche Wasserversorgung unterteilt. Durch das, dass endlich jeder von uns seine Projekte von A bis Z abwickelt, hat der Kunde immer einen Ansprechpartner in der Angebots-, in der Planungs-, in der Auftragsphase generell, wo ich für den Kunde einen grossen Vorteil drin sehe. Was das sicher auch an Vorteile mit sich bringt, ist, dass man sagen kann, die Kommunikation unter drinnen geht sehr rasch, unkompliziert und Informationen können schnell austauscht werden. Im Bereich Industrie konnte Gebrüder Amann einige nationale und internationale Projekte umsetzen. So zählen beispielsweise unter anderem die Arbeiten in der Technikzentrale der Firma Omikron, die Anlagentechnik des Bürogebäudes von Meyer Verpackungen, die Dampfübergabestation in Russland für Colini Galvanic oder die Haustechnik von Plansee Reute zu den renommiertesten Referenzen. Also wir haben ein gutes Arbeitsklima in der Firma. Man kann jeden eigentlich fragen und man hilft einander. Und ja, das ist eigentlich das Schöne bei uns in der Firma.
Neben Haustechnik, Klima und Lüftungen für Wohnhäuser, Büros, öffentliche Gebäude oder Industriebetriebe zählt auch die öffentliche Wasserversorgung zu den Kernkompetenzen des Betriebs. Das Unternehmen hat sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema erneuerbare Energien befasst und ist auch in diesem Bereich bestens für die Zukunft gerüstet. Die regionale Zusammenarbeit soll in der Wirtschaft rund um Akuma nicht nur auf Politik und Verwaltung beschränkt bleiben. Wirtschaft, Vereine und auch Freizeit- und Kultureinrichtungen sind eingeladen, verstärkt zu kooperieren. Miteinander reden und einander verstehen sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So auch bei Uli Fashion. Uli Fashion ist das neue Modegeschäft in Götzis, und zwar in der Bahnhofstraße 6 vis-à-vis vom Garmarkt. Uli Fashion bietet für alle Plus-Size-Frauen, also wo gerne modebewusst angelegt sind, eine große Auswahl. Und wir haben verschiedene Stilrichtungen, von elegant bis lässig oder sportlich. Und mein Motto ist, jede Frau, die feine Kurven hat, wenn die lässig angelegt sind. Ich habe natürlich verschiedene Firmen, von Jalouse, Empre Pew, Apricot und dann von Med. Med ist eine griechische Firma. Piccadilly ist von Kanada, dann haben wir Verpass und viele mehr eigentlich noch. Durch das, dass ich in den Wechseljahren einiges zugenommen habe, war das für mich ganz ein schweres Problem, um eine lässige Mode zu kriegen. Und ich bin halt auch noch gerne ein bisschen lässig angelegt und modebewusst. Und darum bin ich auf den Ding gekommen, dass ich das Uli Plus Fashion mache. Der Sitz von uns ist in Götzis, Bahnhofstraße 6, also genau vis-à-vis vom Garnmarkt, perfekt, mitten im Zentrum. Und ist auch die ideale Lage für mich. Die Region rund um Akuma hat also viel zu bieten. In Zukunft werden sich die Gemeinden noch mehr vernetzen und die Kooperationen weiter vertiefen.